So, was suchen wir denn? Ein Stück Kuchen. Hier ist der Kuchen. Brauchen wir noch was zum Schneiden? Dann ein Spiegel. Mal wieder eine Kette. Die nicht. Ein Lightning Rod. Was soll das sein? Blitzableiter. Ein Kitten, ein kleines Kätzchen. Ein Hut, der hier schon so ganz überdeutlich zu sehen ist. Ein Besen. Besen, 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 Besen. Sei es gewesen, in die Ecke Besen. Da. Wieder eine Rolle, ja. Ein Cookie. Wahrscheinlich in irgendeiner Schachtel versteckt. Okay. Wieder eine Brille. Ein Blatt. Das ist doch ein Blatt. Ein anderes Blatt. Was macht der Kuckuck hier? Ein Candy. Wie kommen wir denn ans Cookie? Steckt denn da Erdbeeren? Kriegt mehr Hunger. Ah. Also, was haben wir denn da? Was ist das? Sieht aus wie eine Kartoffel. Cookie. Nein, das war nicht das Richtige. Ah, Plätzchen. Aber das kann ich nicht benutzen. So vielleicht. Ein Blatt. Ein Blatt. Ein Blatt. Oh, ein Kuchen. Yummy. Ein Spiegel. Eine Kette. Eine Knoblauchkette? Nein. Und die Kette ist ja auch nicht gemeint. Da ist das Kätzchen. Und ein Blatt. Kette und ein Blatt. Da. Oh, blau auf blau, das ist gemein. So. Und das Blatt. Und ich bekomme den Blitzableiter. Nein, das ist ein. Wie nennt man das auf Deutsch? Ein Wetterhahn. Da gibt man sogar einen Erfolg, weil man keine Hints benutzt für die Suche. Und den bräuchte ich wahrscheinlich irgendwo bei den Blitzsachen da. Brauche ich jetzt den Blitzableiter? Irgendwo. Bloß wo? Hier unten? Eigentlich ist das ja sowas für oben. Fürs Dach. Oh nein! Ach, die Ratten! Die mussten laufen, damit der Strom da läuft. Okay. Wäre doch was hier. Für Billigstrom. Jetzt komme ich hier wieder nicht hin. Kätzchen, komm, spring. Tu dein Bestes. Arbeite für deinen Käse oder was du gerne futterst. Und die Spinne. Kann man auch da hinten hin? Eine Schriftrolle. The rat, with a mind of his own, craved power. First a few joined him, and then more came. Soon he had a loyal army under his command. Ja, okay, die Ratte hat dann natürlich. Die war natürlich mächtiger als die anderen Ratten und hat die anderen unter sich versammelt. Erst so ein paar und dann immer mehr.
Ja, und bis er dann seine Armee hatte. The Rat King's rise to power alerted the royal family. The king called on the famous Pied Piper of Hamelin to draw the mice away from their mad leader. Okay, der König wollte was gegen die Rattenplage tun und hat den Rattenfänger von Hameln beordert. But the king and his piper had underestimated the Rat King. He turned the Pied Piper into a child's toy. It seemed anyone who tried to stop the Rat King was doomed. Ja, hier in dieser Geschichte wurde auch der Rattenfänger in ein Spielzeug verwandelt von dem bösen, bösen Rattenkönig. Jeder, der den Rattenkönig stoppen wollte, war verdammt. Ja, und da hinten liegt er und auch seine... Naja, Flöte ist es nicht, das ist eine Klarinette. Wie komme ich da rein? Zu dick, um sich durchzusägen. Ich muss etwas anderes finden. Gut, dann werde ich erstmal die Spinne hinbringen, wo sie hin soll. Liebe Spinne. Und dann bin ich gespannt. Mit Säure vielleicht. Ah. Und jetzt? Ach, jetzt kann ich den Teller nehmen. Ein Steinteller. Und was mache ich mit diesem Steinteller? Das kann ich mit dem Gift... Das bisschen Gift, was da drauf ist. Kann ich doch nichts machen, oder? Nee. Die Katze könnte da durch. Jetzt muss ich doch nochmal genau gucken. Da ist noch was. Kann ich hier noch irgendwas machen? Da, da hat es das Skalpell. Da kann ich was schneiden. Das Skalpell brauche ich für den... Hier. Da, glaube ich. Da gehört's hin. Flupp. Ja, jetzt brauche ich noch hier so einen Meißel oder was und ein Hämmerchen. Mhm. Da habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir. Aber so furchtbar viele Räume gibt es ja gar nicht mehr. Hier ist noch was. Irgendwas. Was haben wir denn? Kann ich hier vielleicht was mitnehmen? Von dem Wasser? Ah, das gibt... Ach, ja, natürlich. Da sind schon die grünen Flecken drauf. Jetzt Säure. War mein Gedankengang doch richtig. Dass man das... Ach, immer das falsche Haus. Dass ich das Gift... Oder die Säure hier nehme, um hier durchzukommen. Okay. Oh, oh, mir fehlen noch zwei Püppchen. Mir fehlen noch zwei Püppchen. Wer sieht sie versteckt? Ob die im letzten Raum sind? Also, ich habe einen Hammer gefunden. Und was mache ich mit der Oboe? Nicht Oboe, Klarinette. Hm.
Musik bei den Ratten. Entweder im Rattenstall, aber das glaube ich jetzt nicht so ganz. Mal schauen. Vielen Dank. Oh, oh, oh. Das muss man ja noch löschen. Ich glaube... Warte. Ja. Hier kann ich meinen Nussknackerfreund nicht hineinschicken. Jetzt fehlt mir noch eine Puppe. Eine einzige. Ja, da will ich ja gar nicht rein. Ich suche nur die Puppen. Eine Puppe ist mir durch die Lappen gegangen. Ich bin gespannt, ob die noch auftaucht. Vielleicht hier in diesem Chaos. Irgendwo im Dunkeln versteckt. Die sind ja echt... da wollte ich jetzt gar nicht hin. Manche sind ja echt... gut in das Umgebungsbild eingepasst. So, mein kleiner Schraubenzieher. Und jetzt... Okay. Wie mache ich das jetzt? Ah, da kann man schrauben. So, du kriegst jetzt einen Arm. Okay. Jetzt? Also der Körper bleibt wohl. Oh, das sieht aber fett aus. Ist das der Bauch? Das ist sogar der Rücken, glaube ich. Kann das sein? Okay, jetzt muss ich... So... Jetzt kommt da noch ein Arm hin. Nee. Erst die Beine. Okay, wenn du das möchtest. Dann machen wir erst die Beine hin. Auf die andere Seite stimmt gar nicht. Wenn man das Bein so umdreht, dann ist es das Richtige. Aber okay. Einmal anschrauben, bitte. Und dann das andere Bein anschrauben. Dann die Arme anschrauben. Noch ein Arm anschrauben. So, dann haben wir noch einen Helm. Und einen Schild. Und ein Schwert. Hey, schicki. Mein Nussknacker. Royal Knight. Ja. Jetzt ist aber echt die Frage, wo ist das letzte Püppchen? Habe ich es übersehen oder ist das die Prinzessin, wenn ich die bekomme? Ist das dann die Puppe? Oder ist noch hier irgendwo, eine versteckt? Wo ich nicht aufgepasst habe. Vor dem Showdown wüsste ich das ja schon gerne. Aber ich habe doch richtig gut geguckt überall. Was ist eigentlich das hier für ein Sternchen?
Also ich habe jetzt nur noch den Nussknacker, die Katze, also nur noch meine Freunde. Vielleicht ist hier noch eine Puppe versteckt, weil hier ist ja so wuselig. Engel. Aber keine Puppe. Da haben wir ja auch schon mal ganz genau geguckt. Und die haben wir ja hier auch gefunden. Da ist ja sonst keine. Ich gehe jetzt absichtlich zu Fuß, damit ich nochmal überall kurz gucken kann. Keine Puppe. Ich glaube, hier haben wir auch gut geguckt. Das ist keine Puppe. Und da sieht man auch nichts mehr. Vielleicht ist es doch tatsächlich das letzte Püppchen. Dann. Hier liegt ja auch so ein Gewurstel rum, so ein Weihnachtsgewurstel. Nein, keine Puppe, keine Puppe. Sollen wir es wagen? Auch wenn uns noch ein Püppchen fehlt, damit zu rechnen, dass das letzte Püppchen ist. Probieren wir es aus. Tu dein Bestes, tapferer Ritter. King has been defeated. Princess Mary is safe, but the curse must still be broken. Remember, it all started in the Christmas Hall. Also, der Rattenkönig ist besiegt. Prinzessin Mary ist sicher. Aber der Fluch muss immer noch gebrochen werden. Denk daran, alles begann in der Weihnachtshalle. Gut, dann habe ich ja noch die Chance vielleicht. Ja, der Rattenkönig des Rattenkönigs. Rain. Ich weiß, was das heißt. Regierung ist zu Ende. Nein, das heißt was anderes. Nun muss der Fluch gebrochen werden. Ich muss zurück in die Weihnachtshalle, wo alles begann. Ich suche noch mein Püppchen. Es muss noch irgendwo sein. Was ist das? Kein Püppchen. Das wird mich jetzt schon ärgern. Ein einziges haben wir nicht gefunden. Ein einziges. Bloß wo? Hier ist ja auch so furchtbar voll. Da kann man auch gut was übersehen. Und hier hängen dann immer so Sachen, die aussehen wie eine Puppe. Aber es sind keine. Ich gehe nochmal dahinter. Da ist auch so Flitter. Die eine Puppe war ja sogar ganz weiß. Das hat man ja gar nicht richtig gesehen hinter dem Schnee. Würde mich nicht wundern, wenn das hier auch irgendwo so ist. Dass die Puppe einfach eine Farbe hat, die
die man kaum sieht. Oder vielleicht so winzig ist, wobei die hatten ja alle so eine, schon so eine gut sichtbare Größe. Also das war ja eigentlich nicht das Problem, die Größe. Da kommt man nicht mehr hin. Da hinten auch nicht. Da kann man auch nicht mehr reingucken, obwohl der Rattenkönig ja nicht mehr lebt. Die Eule schaut immer noch herein. Oh, ich war doch schon so oft hier und habe so viel geguckt. Das wäre mir doch aufgefallen. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben schon so viel gesucht. Hier kann man auch gar nicht mehr zur Schmiede. Da sind wir rausgekommen. Ich wollte ja eigentlich jetzt zurück hierhin. Zurück in die Weihnachtshalle, denn wir haben Heiligabend und feiern und holen unsere Geschenke ab. Auch wenn vielleicht in der Puppenstube dann ein einziges Püppchen fehlt, dass wir jetzt einfach nicht gefunden haben. Wir schauen nochmal hier. Ach Mann, ich habe so viel geguckt. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwo was ist. Nein, ich lasse es gut sein. Vielleicht kommt doch noch irgendwo ein Püppchen. Und jetzt bringe ich meine zwei Helden dahin ab. Guck mal da. Da ist es. Ja. Wir haben alle gefunden. Unsere zwei Helden in ihre Boxen. Einmal die Prinzessin und den Prinzen. Und jetzt brauchen wir noch den Zauberstab. Hero placed the nutcracker and the doll just before the clock struck midnight. In a sparkle of Christmas magic, the toys disappeared. In their place were Albert and his beloved Mary. Unser Held stellte den Nussknacker und die Puppe kurz bevor die Uhr Mitternacht schlug an den richtigen Ort. Und ein Weihnachtsglitzern und in einem Weihnachtsglitzern verschwanden die Spielzeuge. An ihrer Stelle waren Albert und seine geliebte Mary. Together at last, just like the prince and princess in the stories they loved as children, the two lived happily ever after. Endlich vereint. Genauso wie die Prinzessin, der Prinz und die Prinzessin in den Geschichten, die sie als Kinder geliebt hatten. Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. You're not too late for the ball after all. The guests are still here and the party's in full swing. Christmas comes only once a year and who knows what will happen next time. Zumindest bist du nicht zu spät für den Ball. Die Gäste sind immer noch da und das Fest ist im vollen Gange. Weihnachten kommt nur einmal im Jahr und wer weiß, was nächstes Mal passieren wird. Ja, den Nussknacker, den gibt's als Märchen. Und hier als Musik. Die Nussknacker-Suite ist ja sehr berühmt.
Und ich fand eigentlich jetzt das Wimmelbildspiel, es war nicht schwer, es war schön logisch aufgebaut und hat mir eigentlich ganz gut gefallen und war natürlich nach der Geschichte empfunden, die Nussknacker-Geschichte. Ich hoffe, der kleine Adventskalender hat euch gut gefallen. Mir hat es Spaß gemacht, das zu spielen. Und wer eben bis hier durchgehalten hat und sich gefreut hat an der Geschichte, der darf heute auch schön Weihnachten feiern. Und ich wünsche euch allen wirklich von Herzen frohe Weihnachten.